Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Ingrid und ich habe eine Frage. Kennt ihr diese Hidden Flap-Karten? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich habe die auch öfters mal gesehen, aber noch nie eine gebastelt. Und neulich habe ich eine Karte für meine Tante gebraucht und dachte mir, ja, darauf habe ich jetzt Bock. Hab mir natürlich all diese wunderbaren Tutorials auf YouTube angeschaut. Gibt's nichts zu sagen, die sind alle toll. Aber die ganze Zeit habe ich mir nur gedacht, aber warum? Warum? Wieso? Warum muss ich zwei A4 Farbkartonbögen anschneiden? Naja, gut, es ging mir zwar gegen den Strich, aber ich habe die Karte natürlich gemacht, aber mein Kopf wollte nicht aufhören, nachzudenken. Und natürlich habe ich eine Lösung gefunden. Und zwar eine quadratische Hidden Flap Karte. Und die kriegen wir aus einem A4 Farbkarton raus. Die ist 13x13. Das heißt, die passt in unsere gängigen Umschläge. Die gibt es beim Action, auch sonst überall. Es ist also wirklich eine gängige Größe. Und wie ihr das von mir gewohnt seid, habe ich unten in der Beschreibung einen Link zu einem PDF. Da seht ihr den Zuschnittplan, könnt alle Maße ablesen, zum Drucken, Gucken, Weiterleiten. Aber die Anleitung und natürlich Tipps und Tricks gibt es nur hier im Video. Was wir dafür brauchen, sind die üblichen Verdächtigen, also unser Papier, Schneide- und Falzgerät, eine Papierschere, ein Falzbein. Ich werde heute mit doppelseitigem Klebeband arbeiten oder einen anderen Kleber eurer Wahl. Wir brauchen natürlich Material, nämlich ein DIN A4 Farbkarton. Das hier ist aus den neuen Incolor-Farben, Malve. Und passend dazu werde ich mit dem Produktpaket Wintertraum arbeiten. So, ich räume weg und es geht los. Wir starten mit dem Zuschnitt unserer Karte. Dazu legen wir unseren A4 Farbkarton an der kurzen Seite an und schneiden uns einen 13 cm Streifen ab, drehen auf die lange Seite und kürzen auf 29,5. Ich weiß, das sind nur ein paar Millimeterchen, die wir hier abschneiden, aber das ist wichtig. Und dann falzen wir bei 13. Das wird nämlich eine 13x13 Karte. Und 26. Dadurch passen die auch in diese Briefumschläge, die wir von den Action-Sets kennen. Den Reststreifen, der ist 8 cm breit, den verkürzen wir auf 24 cm. Und dann falzen wir bei 10,5, 11,5 und 23. Und das ist das innere Teil. So, hier haben wir noch ein Stückchen Rest. Frage. Mal sehen, wer mich gut kennt. Was glaubt ihr, was mein erster Gedanke war, als ich dieses Reststückchen hier gesehen habe? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Derjenige, der als erstes die richtige Antwort parat hat, bekommt von mir was geschenkt. Okay, das hier ist im Moment Rest. Bei mir geht es mit dem Zuschnitt des Designpapiers weiter. Ich habe hier ein 6x12-Inch-Stück, wie ich das immer so mache. Ihr könnt euch aber natürlich eure Designpapiere so zurechtschneiden, wie ihr das möchtet. Das ist nur eine Idee. Okay, es ist doppelseitig bedruckt. Das heißt, ich schneide, lege an der langen Seite an und schneide bei 12,5 mal 12,5. Das ist dann der Aufleger für vorne. Dann schneide ich als nächstes einen Streifen, der 3 mal 12,5 cm ist, für diese Tasche. Also 3 mal 12,5. Dann brauchen wir noch für diesen Flap, also für diese Klappe da noch ein Stückchen. Und den schneide ich mir 10. Halt erst einmal so 7,5 mal 10 ist für diese Klappe, wie gesagt. Und hier dieses Stückchen Rest hier, das mache ich 12,5 und schneide es in der Mitte durch. Mal schauen, ungefähr 3,5. Ja, das ist nicht ganz 4.
Aber da kommt es auch wieder nicht auf den Millimeter drauf an. Okay, die zwei hier lege ich mal dahin. Das hier ist Rest. Wir ziehen uns die Falzlinie nach. Als erstes die Grundkarte, diese 3,5 cm, das ist die Tasche. Dann die Karte an sich. Okay, das hier ist der Flap, den ziehen wir nach. Okay, das hier ist diese Falzlinie, die nach außen dann geht. Und das hier ist dieser 1 cm, der das Ganze rauszieht. Okay, so. Als nächstes tragen wir ein bisschen doppelseitiges Klebeband auf. Und zwar einmal auf diesen Zentimeter. Der diese Klappe rauszieht. Und dann an die untere Kante um diesen einen Zentimeter, der nicht aufploppen muss, zuzukleben. Okay. Hier. Dieses Teil hier können wir schon mal ablösen und die Karte zukleben. Jawohl. Ihr seht also, das wird dann hier so rausgezogen und dann ist dieses Teil zum Aufklappen. Okay. Und wir kleben die Designpapiere auf. Ich hatte mir das so gedacht. Das große Quadrat ist der Aufleger für die Karte vorne. Dieses Stückchen hier haben wir ja für die Flap hier, für die Klappe zugeschnitten. Dann hatte ich ja hier oben noch diese zwei Streifen hingelegt. Die, dachte ich mir, sind hier innen für oben und unten. Die Klappe verdeckt dann auch dieses Stückchen, was fehlt. Ja, das kommt dann hier so drauf. Und jetzt habe ich zwei Streifen, ihr müsst aufpassen. Einer davon ist 3 cm. Das wäre dann der hier. Und der ist nicht ganz 3. Das ist ein Reststreifen. Und diese 3 cm, der kommt hier drauf. So, nun könnt ihr drehen und wenden, wie ihr das möchtet und euch das anschauen. Und dann klebt ihr die auf. Nochmal zur Erinnerung. Ein Link zum PDF-File. Mit dem Zuschnittplan und den Maßen zum Drucken, Gucken, Weiterleiten findet ihr unten in der Beschreibung. Aber die Anleitung sowie Tipps und Tricks nur hier im Video. So, meine Aufleger sind aufgeklebt. Und jetzt fällt uns eigentlich nur noch die Flap, die Hidden. Und hier mache ich jetzt doppelseitiges Klebeband an die Kanten. Das ist auch okay, weil nämlich diese Flap gar nicht so nah dran ist, dass sie dran hängen bleibt. Das heißt, wir haben noch genügend Platz. Okay, folgendermaßen. Wir drehen die Karte um und haben hier diesen doppelseitigen Klebebandstreifen. Da ziehe ich mir die Schutzfolie ab. Wir legen das Ganze mittig und vor die Falzlinie, wenn ihr diesen Teil der Karte so ein bisschen hochhebt und schön dran geht, dann ist es genau richtig. Ihr guckt auch, dass ihr hier unten gerade bleibt, ja, also nicht verziehen. Und wenn ihr denkt, das passt, dann macht ihr die Karte einfach zu und drückt hier oben an. So. Dann klappen wir diesen ganzen Flap zu, ziehen hier die Schutzfolie ab und machen die Tasche zu. Ganz einfach, nicht wahr? So, und fertig ist die Karte. Ja, ihr zieht die so raus und dann kann man die aufklappen. Ist doch wundervoll. Das könnt ihr jetzt nach Herzenslust dekorieren. Ihr könnt hier ein bisschen was aufkleben oder hier ein bisschen und selbstverständlich vorne. Und das mache ich jetzt auch. Ja, als erstes klebe ich mir einen Reststreifen vorne mittig auf.
so ein bisschen für den Hintergrund. Dann habe ich hier so einen Wellenkreis gestanzt und mit dieser anderen Stanzschablone diese Schneeflocken so ein bisschen eingeprägt. Ich habe einige Stempelabdrücke ausgestanzt und ein paar von den Stanzformen, also diese Zweige. Und die versuche ich jetzt so ein bisschen hinzudrapieren, um zu sehen, wie ich das hinkleben möchte. Und dann fange ich an zu kleben. Eigentlich könnte ich mir das sparen, denn ich klebe dann sowieso immer anders, als was ich vorher aufgelegt habe. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Plötzlich ändere ich dann meine Meinung. Ja, diesen Zweig hier, da habe ich diese Beeren ausgestanzt und aufgeklebt. Das zeige ich euch hier und das habe ich euch gesagt, die sind abgezählt. Also mir ist eine runtergefallen, die habe ich nicht wieder gefunden. Da fehlt also eine. Zum Glück hat der Ast nicht so gut gehalten, denn eigentlich wollte ich ja dieses Blattwerk in den Hintergrund kleben. Und das kann ich jetzt dann auch noch mal machen. Habe dann natürlich den Kleber ein bisschen verschmiert, den ich dann eben mit meinem Kleberradierer wegmache. Und dann schneide ich mir noch diesen einen Zweig hier ein bisschen ab und gucke, wie das am besten drauf passt. Mit Dimensionals klebe ich mir das dann jetzt ein bisschen erhöht auf. Ja, den Spruch habe ich mit Espresso gestempelt. Der wurde auch erst beim zweiten Versuch gut. Den habe ich jetzt so ausgeschnitten und den klebe ich mir dann auch ein bisschen erhöht auf. Und dann zum Abschluss noch ein kleines Schleifchen, um das Ganze abzurunden. Ich überlege noch und dann fixiere ich eben die Schleife mit dieser Zange. Dann noch, ob die aus diesem weißen Glitzerpapier, ob dieser Ast da noch irgendwie dazu passt, entscheide mich dann dagegen und schneide stattdessen noch ein kleines Motiv aus den Restepapieren aus. Denn innen drin, das ist zwar vom Papier so, aber da ist ein dunkler Fleck und den wollte ich eben ein bisschen abdecken. Genau. Dann gucke ich, ob ich meine restlichen Stanzteile noch irgendwie hier innen verarbeiten kann, aber entscheide mich dagegen. Fertig! Und so sieht sie von nahem aus. Sie hat gut Dimension, das gefällt mir. Und hier diese Stanzteile, die sehen auch sehr gut aus. Leider hinterlassen sie ein bisschen Abdruck am Rand. Ja, das bedeutet, wir sind fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, es sei empfehlenswert. Das hilft mir mit meinem Kanal und meiner Motivation. Schaltet wieder ein, empfehlt mich weiter, schreibt mir einen Kommentar unten, wenn ihr an irgendwas besonderem Interesse habt, was ich für uns, für euch optimieren sollte. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder zuschaltet und sage euch ganz viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten und tschüss!